Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Phoenix Point und wir haben gerade unsere Basis hier verteidigt. Es war nicht schwer, es ist nur etwas blöd gelaufen. So, und jetzt müssen wir 5 Stunden warten erstmal, um ein paar unserer Leute dann ausheilen zu lassen. Aber ich glaube, wir schaffen es ohne die anderen. Also 27 Stunden, Rahim kann zu Hause bleiben, Seraph kann zu Hause bleiben und Austin kann auch zu Hause bleiben. Und dann machen wir uns auf zur Zitadelle. Aber als allererstes muss ich mich bei einem Zuschauer entschuldigen. Dem habe ich nämlich eigentlich gesagt, ich bringe ihn bei Folge 54 mit rein. Und das habe ich vergessen, sozusagen. Als unsere Basis angegriffen wurde, war ich abgelenkt. Jetzt ist nur die Frage, wen nehmen wir denn da? Ich würde sagen, einen von entweder den Heavies oder denjenigen... Anna würde ich gerne behalten, weil Anna die einzige Frau ist, die wir haben. Ja, eine Frau im Team ist irgendwie ganz gut. Es dürften auch mehr sein. So, ein Heavy oder einen, der aus... Ah, Moment. Der ist Heavy Plus. Was kannst du noch? Priester und Heavy. Jamie Pew, Baka Pew. Pewdy. Vielleicht ihn einfach hier. Sowohl als Heavy und er könnte mit der Geisteskontrolle und so auch nochmal sehr wichtig werden. Dann nehmen wir den jetzt. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und so, den Namen müssen wir noch. Da haben wir auch einen Jamie weg. Wir haben ja 2 Jamies momentan. Das ist eh ein bisschen schwierig. Und jetzt schauen wir, denn der Username ist rot. Dann ist der Vorname auf jeden Fall mal Red. Der Spitzname ist der Rote. Und dann gebe ich ihm den Nachnamen lieber auf Englisch, weil auf Deutsch klingt es komisch. Corsair oder Corsair. Ich glaube, das ist so auf Englisch. Ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. Denn es gibt auch den roten Korsaren. Das war irgendwie so ein alten Film. So ein alter Film mit Errol Flynn. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das so ein Pirat. Dann heißt er jetzt Red, der rote Corsair. Und da müssen wir dann natürlich, wenn wir schon den roten haben, dann müssen wir natürlich jetzt hier an der Farbe was ändern. Auch wenn Jamie auch schon rot ist. Aber vielleicht finden wir hier was noch in so eine Richtung geht, die noch krasser ist. Das wäre dann mal so richtig rot. Das würde ich mal als den Roten bezeichnen. Vielleicht hat der Rote sogar rote Haare, auch wenn man sie nicht sieht. Gibt es auch rote Augen eigentlich? Orangen Augen. Na gut, immerhin. Ist vielleicht ein bisschen arg rot, ne? Sehen wir irgendwo noch mal ein bisschen was von der vom Rüstungsmuster. Hier sogar. Das ist doch nicht schlecht. So. So sieht er aus. Der Rote. Jetzt muss ich einmal auf Jeremy gucken. Ja, das ist schon was anderes. Das ist mal ein roter Gesell. So. Dann schauen wir doch mal, beziehungsweise wir können die 5 Stunden einfach mal abwarten. Denn bis zu dem Zeitpunkt, na, die Arachni, die braucht noch ein bisschen. Die nehmen wir dann beim nächsten Mal mit. Aber die Pythagoras ist fertig in 2 Stunden. Dann können wir die noch produzieren für Jeremy, wenn wir es schaffen, die dann noch zu bauen in der Zwischenzeit. Schauen wir mal kurz. Warten wir mal 5 Stunden. 1, 2. Oh nein. Schon wieder ein Haven under attack. Ah, okay. Das ist in Südamerika. Da kommen wir eh nicht hin. Das tut mir leid, liebe Leute. Wir kümmern uns um die Zitadelle. 3, 4, 5. Oder? Ja. Gut, dann setzen wir die Leute mal. Also, du musst mal hier bleiben. Seraph muss auch mal hier bleiben. Marius hat einen Stufenaufstieg. Und Austin Hammerhead hat auch einen Stufenaufstieg. Schauen wir uns das nochmal an. Was können wir denn machen? Ah, der hat sogar schon 100. Ah, das dauert mir, glaube ich, gerade. Ich muss mich bei Austin muss ich mich entscheiden, tatsächlich. Das ist richtig. Bei Marius ist es vielleicht einfacher. Genau.
Denn du kriegst wahrscheinlich, also entweder den Wutausbruch oder das schnelle Aufräumen. Übrigens, Verzeihung, die Tonqualität wird etwas schlechter sein. Ich bin wieder unterwegs, deswegen mit Kopfhörer hier am Aufnehmen. Was nehmen wir denn da? Den Wutausbruch finde ich ja eigentlich super. Dann bräuchte ich ein bisschen mehr. Geht das auch mit der Waffe eigentlich? Warte mal, was steht da bei Wutausbruch? Von der du Kenntnisse hast. Naja, Direktfeuerwaffe. Das ist dann eher die. Schaden 30 bringt dann nicht so viel. Vielleicht bauen wir ihn um auf die Bulldog mit Schaden 40. Und trainieren trotzdem das. Verbündete erhalten einen Willenskraftpunkt. Ist auch nicht schlecht. Ich nehme mal den Wutausbruch. Irgendwie gefällt mir der. Braucht der... Dip, 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 dip. Geben wir ihm mal noch einen Willenskraft dazu und ansonsten eher ein bisschen Stärke. Gut, haben wir das. Aber ich wollte eigentlich die Crew ausbilden. Ich mache das wieder. Ich muss das einmal so machen. Alle mal raus. Und dann suchen wir uns 8 Leute aus, die wir haben wollen. Das ist für mich organisierter sozusagen. So. Wir wollen auf jeden Fall unsere beiden Scharfschützen, Jack und Jeremy. Dann muss natürlich der Neue mit als Heavy und der andere Heavy wahrscheinlich auch, beziehungsweise Anna auf jeden Fall auch. Das ist Heavy mit Granatwerfer. Die hat immer noch zu viel geladen. Wieso hattest du denn 2 dabei? Die eine Kugel, die war so schwer für sie. Aber gut, Anna nehmen wir mit. Dab, 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 dab. Wo sind wir jetzt? Jetzt ist sie wieder weg, die Anna. Hier unten ist sie. Damit haben wir 4. 2 Heavies und 2 Scharfschützen. So. Christopher fände ich ja nach wie vor spannend. Vielleicht sollten wir Konstantin weiter mitnehmen, damit wir den ausbilden können. Dann nehmen wir mal die Giftarmbrust hier rein. Schauen mal, dass wir... Da gab es einen Tipp von euch. Nehme ich noch einen Köcher für die Giftarmbrust mit. Haben wir mal 3. Nehmen wir ihn auch mit. Ein bisschen Stealth. Stealth. Kann ja nicht schaden. So, dann sind wir zu 5. Dann vielleicht einen, ich meine, Jamie macht auch Sinn. Einen Standardmann hier. Was haben wir denn noch? David, ja, das müssten wir eigentlich, das müssten wir erstmal bauen, den Kram. Also Anna ist dabei. So, wen haben wir denn noch? Charles the Gasman Warwick. Der ist eigentlich sehr gut, hat bloß leider nur so eine Waffe, die halt nicht so viel Schaden macht, aber die sobald die Rüstung runter ist, auf jeden Fall genug Schaden macht. So, du bist Nummer 6. Dann ist die Frage Max, Marius. Ja, die Säurepistole interessiert mich nach wie vor. Jamie macht eigentlich immer Sinn, glaube ich. Rakete, Heavy und noch eine Säurepistole. Oder aber Max, der auch so einen Neuraser dabei hat, wobei ich ja nach wie vor nicht weiß, was der Neuraser soll. Aber er hat auch dann sowohl Lasersturm als auch Schrotflinte. Und ihn können wir ja, er ist auch außerdem im Priestertraining mit dabei. Er kann also schon Geisteskontrolle machen, hat allerdings nicht so wahnsinnig viel Willenskraft. Aber ich glaube, ich nehme den auch mal mit. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich da in der Zitadelle jetzt gerade die Geisteskontrolle so richtig einsetze. So, du bist gleichzeitig Heavy und so weiter. Marius, du hast auch gerade noch einen Punkt gekriegt für deinen Wutausbruch. Dann nehmen wir dich auch noch mit. Und dann sind wir voll. Seraph wäre nicht so gut, richtig, wie Marius. Hat halt haufenweise Granaten dabei. Aber ich glaube, das ist so ganz gut.
Er hat einfach nichts zum Nachrüsten. Säurepistole, ja gut, okay, Pistole ist gut. Säuregewehr wäre auch cool dabei zu haben. Jetzt quasi Marius und Charles. Lass vielleicht Marius nochmal zu Hause. Sind ein bisschen arg viele Heavys, ne? Komm, wir machen das jetzt so. So ist das gut. Und dann geht's auf zur Zitadelle. Und zwar für beide. Aber erst gibt's noch eine Nachricht. For giving New Jericho another chance. Maybe there was more to Tobias West than greed and self-importance. Maybe New Jericho could be a force for good after all. Maybe they even believed in freedom like they kept saying. I was wrong. For that, I apologize. But at least we tried. Now we know that war really is the only option. So, ich glaube, Synedrion hat gerade New Jericho den Krieg erklärt. Ich habe immer dafür plädiert, New Jericho eine weitere Chance zu geben. Ich dachte, vielleicht würde es für Tobias West mehr als Gier und Selbstgefälligkeit geben. Vielleicht hätte New Jericho doch eine Kraft des Guten sein können. Vielleicht haben sie doch die Freiheit geliebt, wie sie immer behaupteten. Aber ich hatte Unrecht. Dafür entschuldige ich mich, aber zumindest haben wir es versucht. Jetzt wissen wir, dass Krieg wirklich die einzige Option ist. Das ist natürlich doof. Ja, im Krieg. Und wir haben noch 42%, das wird gleich nochmal runtergehen, weil wir ja eine ihrer Zufluchten gerade nicht verteidigen. Ich will eure Forschung und ich will unbedingt eure Forschung. Und eigentlich habe ich gar keine Lust, euch zu überfallen. Ach so, Moment. Ich habe was vergessen. Die Pythagoras, die braucht 11 Stunden. Für Jeremy. Die bauen wir aber auf jeden Fall mal. Das habe ich verpeilt. So, Moment. Achso, ja gut, das können wir gleich machen, wenn wir jetzt da sind. Auf in die Zuflucht. Und noch nicht starten, der zweite muss noch ankommen. So. Hohe Gefahrenstufe, nicht extrem. Wieder. Schauen wir uns mal die Zuflucht an. Munition. Du brauchst eigentlich auch, ich weiß, Jack ist ja sowohl Scharfschütze als auch Sturm, kann auch mit den Sturmgewehren umgehen. Aber wann haben wir das letzte Mal benutzt, ne? Ich würde dir lieber ein Medkit, das haben wir hier gerade gar nicht. Moment, können wir das hier nochmal bauen? 1, 2, 3, 4. Haben wir die jetzt hier unten drin? Ja. Du brauchst nicht 2, aber Jack sollte 1 mitnehmen, finde ich. Dass jeder eins hat, auf jeden Fall. So, Jeremy, bei dir ist alles okay. Viele Schüsse, noch eine Granate. Warum hast du... Ach nee, das ist für die Pistole. Das neue Sturmgewehr gibt es dann beim nächsten Mal. Ach, wir haben ja eins. Hätten wir gar keins bauen müssen. Blöd. Dann nehmen wir noch eine... ein Magazin mit. So. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir das dann brauchen noch. Die extra Munition da. Das extra Scharfschützengewehr. Meine Güte, ich bin ein bisschen durcheinander. So, Red ist da. Mit Raketen einmal nachladen kann er. Öfter nicht. Der muss mehr Stärke bekommen. Bei Anna sieht es auch gut aus. Alles soweit dabei. Du hast auch kein Medkit. Warte mal, hast du eins? Ja. Du hast eins, du hast eins, du hast zwei. Du kriegst auch eins für... Macht das Sinn, die beide mitzunehmen? Warte mal, Gift 40, Schaden 60. Komm, dann nimmst du eine Granate erstmal weniger mit. Dafür ein Medkit. Und Charles dürfte auch okay sein. Ja, er hat auch zwei dabei. Max Killington hat alles Mögliche dabei, auch ein Medkit. Und bei dir sieht es auch gut aus.
Kannst noch ein zweites Medkit mitnehmen. Kannst du gerade noch tragen. So, haben wir überhaupt noch mehr? Nee, das sind sie alle 8. Dann geht's los. So, unsere erste Zitadelle. Schauen wir uns doch mal um. Die ist auf jeden Fall sehr weitläufig. Und was wir machen müssen, ist einen Skiller töten. Okay. Und der steht auch schon da. Jetzt ist die Frage, bisher haben uns die Skillers ja nicht so richtig angegriffen, ehrlich gesagt. Gibt es irgendwas anderes? Wutrausch konnten die uns dann auch. Monstersprung, da bin ich schon gespannt drauf. Wenn das erste Mal eingesetzt wird. Ah, der kann Mindfracker gebären. Die vorherigen, da sind bloß Mindfracker rausgekommen, wenn sie umgebracht wurden, glaube ich. Und dann haben sie halt diese Schaden 100. Das ist ja ordentlich auch. Hatten die anderen, glaube ich, auch. Aber und heftige Rüstung. Rüstung 80 sogar am Panzer. Das ist ja krass. Hatte der andere das auch? Ich weiß es gerade nicht. Könnte sein. So, und das wird nicht das einzige Ding sein, was hier rumläuft. Und er ist relativ weit weg. Gehen wir doch mal mit unserem Geheimagenten hier. Also eigentlich würde es ja Sinn machen, den... Ich meine, ist die Frage, ob der rüberkommt oder ob er da hinten stehen bleibt. Gehen wir erstmal nach vorne ein Stück und zu gucken, wo wir Feinde sehen. Da ist nämlich schon der erste. Okay. Du kannst trotzdem mal weitergehen. So eher in diese Richtung, glaube ich. Nächster Feind ist ein Ei. Auf der anderen Seite. Okay, ein Ei. Erstmal okay. Noch ein Ei. Er schafft immer genau einen Schritt hier, der Gute. Trotzdem weiter. Da ist noch einer. Ah, da sind zwei jetzt auf der Seite. Okay. Dann gehen wir eher mal da so hin, um mal zu gucken. Noch ein Ei. Das gucken wir uns gleich an. Das war's jetzt aber. Okay. Erstmal zwei von den Typen hier. Skiller dahinter und ein paar Eier. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass von dieser Seite nicht auch irgendwas kommt. Also bleiben wir erstmal hier stehen und schauen mal, was du hast. Im Stehen noch den nächsten gesichtet, der ist auch da. Die stehen da aber hervorragend für eine Granate, muss man sagen. Beziehungsweise irgendwas Schöneres. Schauen wir mal, womit wir wohin kommen. Du könntest mit dem Granatwerfer schießen. Kommst du da hinten hin? Unwahrscheinlich. Können erstmal gucken, was die Scharfschützen kriegen. Die Skiller natürlich. Und von hier auch da irgendwas. Wir müssten aber sowieso als erstes eigentlich ein bisschen Rüstungsschaden da hinten verursachen. Mit einer Granate wäre eine Option. Ja, das ist zu weit für eine Granate, glaube ich. Habe ich Enna eigentlich zu Hause gelassen? Warte mal, Marius. Wollte ich nicht Enna mitnehmen? Da ist Enna. Die steht halt am weitesten weg mit ihrem Granatwerfer. Aber ich schau mal, ob... Also wenn sie... Gehen wir mal so nah ran, wie es geht. Erstmal. Und gucken mal, wie weit das Ding kommt. Naja. Zwei kriegen wir damit. Sagen wir mal, zwei kriegen wir es ab, zumindest. Bei Enna wäre es wahrscheinlich ähnlich. Ach, wir hätten sprinten können. Kriegen wir auch die ersten beiden. Aber sobald wir da einmal drauf schießen, wird der unsichtbar und haut ab. Insofern kriegen wir eigentlich nur einen doppelt.
Jeremy kommt von hier darüber. Die kriegen natürlich aber auf. Wenn die alle mit dem Maschinengewehr schießen, ist das schon ordentlich. Können uns hier, haben wir hier ein ganz gutes, naja, wenn sie näher kommen, schon. Stellen wir uns mal dahin. Schauen wir mal, wie weit die Granate gehen würde. Nicht weit genug. Aber schießen könntest du. Allerdings auch mehr schlecht als recht. Allerdings schon so, dass beide irgendwie getroffen werden. Also ein paar Kugeln werden durchkommen. Das ist gut, das werden wir tun. Wollen wir uns hier so offen hinstellen, ist die Frage. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Und wo positionieren wir uns mit den ganzen Heavies? Wir müssen irgendwie näher ran, ohne direkt was auf dem Dütz zu kriegen. Ah, von da... Ah, ich habe wieder Angst, dass es doch nicht geht. Von da... Also, ich glaube, es wäre sinnvoll, mit einem dieser Leute, wenn wir noch... Du hast noch alles, aber du hast nur eine Rakete. Mal ganz kurz, die Rakete macht 80 Schaden und 4 zerfetzen. Und so ein Ding macht 72 und 4. Also die Rakete ist eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, geht Red nach vorne. Hier vielleicht hin. Das müsste doch reichen. Oder hier rüber. Wir müssen ja nicht so krass nach vorne rennen jetzt. Wir müssen nur davon also sicher gehen, dass wir nicht überrannt werden hier. Gehen wir mal hier hin und schauen mal, ob wir von da aus die Rakete noch feuern können. Gut. Das sieht doch gut aus. Jetzt hoffen wir, dass das nicht gegen irgendeinen Baum fliegt hier wieder. Oder was auch immer hier so ist. Machen wir das als erstes. Der andere auch noch was abgekriegt? Ja, das sieht doch gut aus. Viele, viele schöne bunte Nummern. Damit ist dein Job erstmal erledigt. Und du kannst im Moment noch nicht notgedrungen drauf schießen. Du kommst jetzt mit dem Granatwerfer nur auf den einen. Warum nicht? So, bluten 30. Dann gehst du mal einen Schritt nach vorne. Ach, das war falsch. Ich dachte, das ist noch der gleiche. War es aber nicht. Fehler über Fehler. Aber gut, dann gehen wir mit demjenigen... Wo können wir denn gut in Deckung gehen? Hm, so richtig gute Deckung gibt es hier nicht. Das ist Anna wieder. Schauen wir mal, ob Anna wieder so richtig was drauf kriegt. So, Jack könnte hinterher schießen. Jetzt schauen wir mal, wie gut du von dort aus... Ja, wenn du triffst, ist alles gut. Beim Schild ist es blöd. Da hinten wäre es auch der Panzer. Ah, hier so rein. Probieren wir es einfach mal. 84 Schaden. Er blutet 40. Ich glaube, der muss gar nicht nochmal getroffen werden. Nein, der wird verbluten. Das ist doch gut. So, jetzt die Frage. Gehen wir hier jetzt in Overwatches? Oder zwirbeln wir noch ein paar... Dann kann Jeremy sich mal da vorne hinstellen. Zwirbeln wir ein paar Eier kaputt, wollte ich sagen. Aber erstmal... Naja, kriegen wir den... Achso, nee, Quatsch. Den meine ich. Das ist doch nicht schlecht, wenn wir den treffen. Probieren wir es. Deaktivierter Rumpf. 94 Schaden. Der wird auch verbluten, richtig? Jawohl. Damit sind die beide durch. Dann kann Jack sich vielleicht... Es ist ein bisschen offen, aber ich würde sagen, dann gibt es hier einen Overwatch zum Atron. Triton. Atron.
was auch immer. Und Red könnte noch einen Schritt nach vorne gehen. Steht dann aber auch sehr offen. Wo sind wir jetzt hin? Du kannst sogar auch noch einen Schritt nach vorne, ne? Das sind alles nur Eier, richtig? Stell du dich doch mal hier hin. Ah, da ist der nächste Feind. Da hinten kommt einer. Na gut, okay. Dann bleibst du doch hier. Und wartest mal. Und wir... Red kann aber durchaus auf diese Seite rum eigentlich. Ja, wir bleiben da erstmal stehen. Ich gehe jetzt auf Nummer trotzdem sicher. So, kriegen wir von hier aus... Ne, den, der da kommt, den kriegen wir nicht. Aber wir könnten mit der Laserwaffe gehen mal nach vorne hier. Schauen mal, was wir da kriegen. Also die da hinten, die sind ja eh beide weg. Dann werden wir eins der Eier zerstören. Entweder das hier. Ja, das sieht... Ups. Das sieht besser aus. Erfolgversprechender zumindest. Na, fast. Na gut, man hätte auch einen Overwatch machen können. Moment. Was ist mit ihm? Achso, du stehst da jetzt so. Mein Lieber, das tut mir leid. Achso, nee, du machst ja den Overwatch. Alles klar. Okay, dann schauen wir mal, was sie machen. Jetzt kommt da ein Giftwurm raus. Und der Skiller kommt. Der verliert Willenskraftpunkte, weil die anderen beiden gestorben sind. Das ist schon mal gut. Der Wurm darf sich auch direkt bewegen, aber so weit kommt er nicht. Da kommt noch einer. Zug fürs Ei ist schnell vorbei. Und da kommt wunderbar eine Sirene. Wir hätten sie auch vermisst, wenn sie nicht gekommen wäre. So. So, dido, dido. Ja, das Problem bei den Heavys ist immer, die kommen halt immer so einen Schritt, ne? Aber die stehen da wieder ganz gut auf den Haufen. Wie weit kannst du sprinten? Hm. Und sollten wir uns schon um den Skiller kümmern? Kommt man auch hier hoch? Nee, aber du könntest einen Jump natürlich machen. Kommen wir mit dem da hoch? Ja. Stehen wir da sehr blöd? Nach dem Jump können wir halt dummerweise nichts mehr machen. Ansonsten ist das natürlich cool eigentlich. So, jetzt mal kurz überlegen. Gehe ich jetzt zu weit nach vorne? So, jetzt steht Red nämlich doch ein bisschen doof. Wobei, da kommt ja noch einer, aber mit der Heavy-Waffe ist das gar nicht so. Das heißt, hier gibt es eher auch einen Run nach vorne oder eben einen Jump. Bis hier würde man kommen. Aber das ist genau da, wo es keine... Geht es hier drauf? Nee. Also man könnte sich natürlich hier hinstellen. Oder vielleicht gehen wir erstmal hier nach vorne. Da kommt bestimmt auch noch was. Machen wir das mal. Red nach vorne auf der rechten Seite. So, Anna. Wieder die Frage, wie weit kommen die Granaten? Nicht weit genug. Auch nicht mit einem Aktionspunkt, glaube ich. Mit einem Sprint wahrscheinlich schon. Wie weit sind wir jetzt weg? Da. Wir können natürlich bis hier hinsprinten. Dann laufen wir sehr Gefahr, dass die Sirene uns kriegt. Und die Granate wird hier durch diese Dinger nicht wirklich alles kriegen. Kommen wir mit einem Overwatch. Wir können uns halt nicht in Deckung stellen hier. Hier kommen wir hin. Gehen wir erstmal mit denen weiter nach vorne, die es schaffen, in Deckung zu kommen, in irgendeiner Form. Hier würde es hingehen.
Oder es müssen eben alle sprinten jetzt hier. Du kommst auch nach oben. Also, die beiden werden uns da oben auf jeden Fall gefährlich. Die Sirene ist eigentlich Schnurz. Da sind wir oben sicherer als unten. Auch wenn sie sowieso mit der Geisteskontrolle eigentlich am gefährlichsten ist. Gut, dann gehen wir erstmal auf die Scharfschützen. Schauen, ob die Scharfschützen was wegschießen können. Zum Beispiel nicht das Ei, sondern die Sirene. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Also, Jeremy, dann kannst du noch einen Schritt nach vorne gehen. Wo ist der andere? Da ist Jack. Dann steht ihr zwar relativ offen da so rum. Muss ich nur wieder aufpassen, dass ich nicht genau in die falsche Ecke mich stelle. Ich hoffe, das ist nicht im Weg. Naja. Ist jetzt nicht besser geworden, glaube ich. Aber probieren wir es. 90 Schaden. Und alarmiert. Na. Jack ist halt nicht ganz so gut momentan. Kannst du dich dahinter stellen? Vielleicht sogar eher hierhin. Denn es ist ja schlechter geworden für Jeremy auf der Seite. Stellen wir uns mal darüber. Die Chance ist da. Machen wir es mal so, dass wir im Idealfall zumindest noch den Rumpf treffen. Wenn wir den Kopf nicht treffen, 110 Schaden, aber nichts deaktiviert, leider. Oder? Nee. Kopf noch 70 Trefferpunkte. So. Du mit der Armbrust wirst jetzt nicht hier den großen Zampano machen, aber du könntest... Achso, hier ist ja der Wurm noch. Den habe ich völlig vergessen. Aber ist auch nicht ganz so wichtig. Beziehungsweise doch, wenn er explodiert, wird es immer anstrengend. Aber hier kommt er dahin. Rutsche, 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 rutsche. Ich glaube, das ist zu weit für ihn. Aber wir können uns ja mal hier... Stellen wir uns mal dahin und hoffen, keiner sieht uns. Dann haben wir eine gute Übersicht. Und schießen aber noch nicht. Es sei denn, vielleicht kommen wir mit der... Das ist eine Schockgranate, richtig? Ah, können wir eh nicht mehr benutzen. Okay. Dann bleib du da erstmal stehen. Du hast noch 3. So, jetzt schauen wir mal, ob... Ich würde gerne einen Overwatch hier haben. Machen wir das von da vielleicht. Und schauen mal, wie gut der hier auftaucht. So, jetzt probiere ich mit dem von hier mit der Granate zu schießen, was wahrscheinlich nicht reicht. Nein. Dann machen wir das nicht, logischerweise. Die Frage ist, wie nah gehen wir ran? Die kommen ja alle. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin und gar nicht noch näher ran und erwarte die anderen. Schauen wir mal, was wir von hier... Naja. Naja, es bringt nicht viel. Nur die Rumpftreffer würden was bringen. Was können wir noch treffen? Das gar nicht. So ein Wurmei können wir weghauen. Angeblich sollen wir von hier auch was treffen. Glaube ich mal. Ausnahmsweise. Na, das geht schon mal schlecht. Der ist viel zu stark. Das geht gar nicht. Und das geht auch... Ach, Mann. Naja, wir können versuchen...
Bringt uns das irgendwas? Nee, der ist viel zu stark gepanzert für alles, was wir haben. Ja, dann probieren wir hier durchzufeuern. Ach, gar nicht schlecht. Deaktivierter Rumpf immerhin. Und zu guter Letzt Mariusz. Ja, der kann natürlich auch maximal mit der noch was feuern. Mit der Laserpistole. Also entweder noch einen zweiten Overwatch in die Richtung. Den können wir auf jeden Fall mal hier hin. Oder wir sprinten noch weiter nach vorne. Ich meine, der hat seinen 5er-Schuss. Schauen wir mal ganz kurz, was wir treffen können. Gut, die Skiller, die braucht wirklich erst... Achso, das ist das Einzige, was wir da treffen können. Na gut, die braucht auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen, die die Rüstung zerstören. Dann hoffen wir, dass wir hier einfach das Ding mit einem doppelten Overwatch zu Ende kriegen. So, das war ein Wutrausch. Und jetzt kommt er tatsächlich. Oh, da hackelt das Bild gleich wahnsinnig. Was machst du? Du legst was. Ah, das ist das schöne Mindfragger-Gebären. Da ist noch ein Wurm. Der geht aber nicht so weit. Na? Komm, überleg nicht so lange, KI. Überwachung und die Sirene macht auch nochmal einen Wutrausch. Ja, die werden alle ganz schön wütend sein. So, und jetzt kommst du näher. Schaffst du noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Da kommt noch so ein Viech. Das hüpft aber erstmal weg. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also noch nicht. Ich will es ja nicht beschreien, wie immer. Na? Ja, einer ist noch da und Maschinengewehre tun weh, das wissen wir. Ja, aber ist auch ein Overwatch. Okay, viel bewegen können wir uns nicht, ohne was abzukriegen. Stand da gerade. Haben die mehr Lebenspunkte als die anderen? Da kommt noch so ein Ding. Was ist denn mit dir hier an der Seite? Dich gibt's gar nicht mehr, oder was? Brauchen wir auch nichts overwatchen hier. Na gut, jetzt wäre es an der Zeit, den Skiller zu erledigen. Wir schauen mal, ob wir das schaffen. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.